Also viel besser. Hier nach Hause, da will ich noch nicht hin. Hier kam ich her, oder? Bist du eine Drache? Ich fasse. Ja, hier komme ich her. Das war hier die erste Mission. Da war ich schon. Hier muss ich hoch.
So, wo wollte ich denn jetzt hin? Und hier ist dieser Truthahn. Sieh nur, da ist ein Huhn. Beiden haben wir es gezeigt, wenn sie nicht in der... Kopf zu Rapunzel. Komm her. Soll denn Rapunzel sein? Gleich hier oben? Nee, da komme ich ja gar nicht hoch. Vielleicht da oben irgendwie. Hier war ich noch nicht. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hinunter. Oh, da hinten irgendwo. Hier gibt's was. Oje, Spiro. Ich jump erstmal da hin. Da schon mal nicht. Schaffe ich das? Oh, knapp. Was geht eigentlich? Ich soll Sheila erstmal besuchen. Okay. Also sonst habe ich ja alles. Ist ja gut. Gleich weiter. Nur mal was gucken. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey, bilde ich mir das ein oder ist sie süß, wenn sie wütend ist?
Stört mich eine kleine Sache bei meinem kleinen Avatar. Ich weiß nicht. Muss ihn so lassen? Oder doch lieber so. So ist, glaube ich, cooler. Das mag ich auch nicht. Wie hier so klein am Rand ist. Ist besser. So. Könnte ich nämlich. Ich wundern, ich verändere hier ein bisschen was. Geht gleich weiter. Wenn man mehr vom Chat sieht und so. Scene Creator. Das würde dann bedeuten, bei der Größe könnte ich den Chat hier minimal jetzt auch super funktioniert alles. Ach, lassen wir so. Weiter geht's, Freunde. Ist ja Blödsinn, hier jetzt mit einem Stream rumzudödeln. Mal so, den hier so zum Rand. Der geht, Freunde. So, haben wir hier Villa Sonnenschein und Wolkentürme. Ich sollte dahin, wo Sheila ist. Dann kommen wir her. Sheilas Alp. Da sollte ich sie besuchen. Okay. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Jetzt spiele ich sie. Ist ja geil. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das hat mir niemand gesagt. Aber ich finde die Idee cool. So wäre sehr cool. Die kann Doppelsprung. Okay. Aber sie ist ein bisschen langsam. Okay, sie ist ja auch kein Drache. Mit deinem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung. Genau bei der Landung.
Und sowas kann ich. Okay. Vielleicht von hier aus. Nochmal bitte. Mit deinem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf dem Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Okay. Ach so. Okay. Ich hab's verstanden. Kann ich noch doppelt machen? Das war geil. Fancy. Ups. Endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es. Omelette aus dem Drachenei. Aber dreimal, sag ich dir. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also. Als wir das letzte Mal. Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Sag mal, hat hier jeder irgendwie was gegen Drachen? Der eine will daraus ein Omelett machen, die anderen wollen die Eier irgendwo hinschmeißen. Das ist nicht sehr drachenfreundlich, dieses Land. Jenny, hatten wir dich schon? Sieht immer noch aus wie ein Nerdjunge, aber egal. Das ist ja voll easy, die Karte hier. Hier noch irgendwas? Hm, guck mal. Okay. Wahrscheinlich noch mit Spyro brauchen, bei dem gierig-geizigen Gauder-Gold.